Weiter geht's hier im Project Zomboid mit einer neuen Folge. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen an der Stelle. Und ja, so wie es aussieht, will da irgendjemand raus. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal die Tür auf. Und sehen da auch schon direkt einen Zombie daherkommen. So, Ende der Veranstaltung. Ah, da hätten wir noch Bourbon. Sehr schön, nehmen wir auf alle Fälle mit. Und eine Bierdose. Wunderbar. So, aber wir wollen uns natürlich hier noch ein wenig umsehen. Okay, Zombies scheinen hier keine mehr zu sein, aber ich rieche Beute. Ich rieche richtig viel Beute. Jetzt ist nur die Frage, ist es auch gute Beute, die es hier gibt? Hier gibt es noch Moli, den Maulwurf. Den nehmen wir auf alle Fälle mit. Ganz klar. CDs, oh, sehr gut. Alle gleich eingesammelt. Das ging ziemlich schnell. Ein Backermann-Brett, okay. Ja, ein bisschen was zum Zeitvertreib. Angelköder können wir auch mitnehmen. Haben wir sonst noch irgendwas? Ist jetzt die Frage. Da brauchen wir nichts, da brauchen wir auch nichts. Da brauchen wir auch nichts. Okay, gut. Wie schaut es hier aus? Propangastank, 5 Stück. Ist ja Wahnsinn. Okay, also die müsste ich fast mitnehmen. Weil 5 Stück, das ist ja richtig viel. Und die findet man auch nicht so wirklich oft. Okay, da müssen wir herfahren. Weil die lasse ich definitiv nicht liegen. Okay, wir fahren nicht her. Wir killen erstmal die Zombies. Nicht schlecht, hä? Gar nicht schlecht. So, jetzt muss ich allerdings... Nee, nicht erstmal den killen. Ich dachte schon, der kommt jetzt an. Aber zum Glück nicht. Bestens. Gut, wisst ihr was? Das machen wir direkt so, wie gesagt, dass wir da kurz runterfahren. Das geht schneller. Das geht sehr viel schneller. So, jetzt kommt natürlich hoppala der Zombie. Ich schaff's halt immer wieder. Genau den einen Baum mitten in dem Grünstreifen, den erwische ich. Aber ich hatte auch nur Augen für einen Zombie, muss ich zugeben. Ja. Oh, war das gut? Ich glaube, das war nicht so gut, was ich hier gemacht habe. Das war ganz und gar nicht gut. Ich habe doch nur kurz den Motor gestartet. Okay. Also ich hatte schon mal weitaus bessere Ideen, glaube ich. Ist ja Wahnsinn, was da alles daherkommt. Nun gut, wir nehmen so viele mit, wie es geht. Ohohohoho. Ja, wenn sie von hinten auf einmal auch daherkommen. Ist ja Wahnsinn, auf einmal so viele Zombies hier. Okay, mir geht ein bisschen die Puste aus. Aber noch funktioniert es ganz gut. Ich will jetzt nur nicht zu weit auf die Straße raus, weil das Problem ist, da könnten natürlich noch mehr sein. Von daher machen wir das gleiche nochmal in die andere Richtung. Ja. Uiuiuiuiuiui, ja, genau so macht man es, wenn man drauf gehen will. Hohohoho. So, ich blute sowieso, weil ich gestürzt bin. Shit, sind da viele. Sind ja richtig viele da. Ach du Heiliger. Was war denn hier los? Das gibt's doch nicht. So, schnell über den Zaun drüber und erstmal durchschnaufen. Schaut euch das mal an, das Ausmaß, was dann Zombies rumrennt. Gut, ich glaube, die Beute da drin, die kann ich erstmal abschreiben. Also, die kriege ich nimmer. Zumindest nicht mehr so schnell.
Gut. Hier sind wir relativ sicher. Soll heißen, ich setze mich erstmal ein bisschen hin und schnauf kurz durch. Vielleicht haben wir auch noch was zu essen dabei. Haben wir nicht, oder? Nee. Schaut nicht danach aus. Ich habe ja alles reinsäuberlich eingeräumt. Ja, das wird mir jetzt ein bisschen zum Verhängnis. Gut, was ich natürlich schon noch dabei habe, die Knarre. Mit der Knarre könnte ich auch ein paar Zombies beseitigen. Das Problem wird allerdings sein, dass ich nichts treffe. Oder wenig treffe. Aber aktuell wäre eigentlich die Luft rein. Ins Auto springen und losfahren. Ich würde mich aber ganz gern hier noch ein bisschen umsehen. Das ist das Problem. Er schaut eigentlich ruhig aus. Oben schaut's vergleichsweise ruhig aus, aber nicht, dass jetzt die da alle hier rumkommen. Na, schaut aber ganz stark danach aus, weil es werden immer mehr. Ja, ich glaube, die kommen jetzt daher. Die haben sich mit Sicherheit da irgendwie den Weg durchgeschlagen. Ah, schön. Schön, der Baseballschläger ist kaputt. Gut, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Die Luft ist gerade rein. Von daher. Wir schleichen uns mal zu der Garage. Denn da gab es ja eine Metallstange, wo wir beim letzten Mal drin waren. Nur nicht zu viel Aufmerksamkeit hier erregen, weil sonst habe ich ein Problem. So, da wollen wir hin. Da gab es noch eine. Ah, die ist fast kaputt. Die zweite. Ah, schaut auch nicht recht viel besser aus. Aber gut, es ist besser als nichts. Ja, komm du auch noch her. Weil es schon wurscht ist. Gut, sollen wir die Zombies einfach hier Zombies sein lassen? Vermutlich schon, oder? Ich denke, das ist gesünder. In meiner aktuellen Situation. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, da sind keine drin. Sind auch keine drin. Hier sehe ich auch keine. Ist doch seltsam, dass da sogar keine Zombies sind. Doch, da ist eine. Kommt, fall um. Sehr gut. Uiuiui, da ist auch einer. Das mit der Metallstange ist das natürlich nicht so toll. Gibt es hier irgendwas Besseres? Oh, es gibt was Besseres. Es gibt was sehr viel Besseres. Und wir haben auch noch Klebeband. Das trifft sich gut. Eine Rohrzange haben wir auch noch. Bestens. Das ist genau das Zeug, was ich jetzt brauche. Und Reinigungsmittel braucht man auch für zu Hause. Genauso wie ein Mop vielleicht. Zum Durchwischen. Sehr, 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 sehr gut. Dass wir den Kram jetzt gefunden haben. Hätten wir noch mehr Reinigungsmittel? Dann packen wir es mal ein. So, ich hoffe, das ist nur einer. Okay, sind mehrere. Ich habe wieder zugemacht. Ich habe es mir anders überlegt. Ja, wir sind da scheinbar irgendwo bei einer Bar oder so. So wie es aussieht. Aber nochmal kurz gedulden. Die eine Tür ist schon offen jetzt. Sprich, die kommen da gleich an. Gut, ich brauche definitiv was zu beißen. Das wäre wichtig.
Metallstange auf den Boden damit. Taugt eh nichts mehr. Kurz alles umräumen, was irgendwie geht. Vermute mal, da sind auch noch welche. Ja, dachte ich es mir doch. Was ist das hier für eine Absteige? Okay. Oh, noch einer da. Oh, noch mehrere da. Wo bin ich denn hier drinnen? Das sieht so aus wie so eine Hinterhofkneipe. Ist doch komisch, oder? Ist das so ein Rockertreff oder so? Das schaut echt seltsam aus. Oder bin ich hier irgendwo, keine Ahnung, reingeraten? Ich weiß es nicht, aber irgendwie schaut das seltsam aus. Ist doch keine normale Bar. Definitiv nicht. Okay, irgendwo bin ich hier definitiv reingeraten, so wie es ausschaut. Viel Platz hätten wir da auf alle Fälle. Aber gut, ich plündere mal die Bar, damit wir uns ein bisschen, ja, wieder zu Kräften hochfuttern, sag ich mal. Und dann sehen wir uns noch ein bisschen genauer um, weil das schaut echt interessant hier aus. Okay, keiner da. Gut, wir hätten natürlich genügend zu trinken. Und wir haben auch noch ein bisschen was zu beißen. Um das geht es mir jetzt primär sogar. Dass wir was zu essen kriegen. Die peilen scheinbar nichts. Ist auch gut so. Können wir uns in Ruhe hochfuttern. Ehe wir, wie gesagt, ein bisschen weiterziehen. Okay. Ich muss jetzt mal schauen, was die hier anhat. Aha, ein Negligé. Da, schau her. Hat sie an. Aber das meinte ich gar nicht. Ich dachte, ob die eigentlich eher so eine, ja, so eine Lederjacke, so eine spezielle anhat. Also meine Vermutung ist ja, dass das irgendwie so ein Treffpunkt für, ja, für Leute war, die es vielleicht mit dem Gesetz nicht ganz so genau genommen haben, um es mal schön auszudrücken. Oh, da fliegende Zombies! Heiliger! Kommen sie schon alle an. Aber interessieren tut es mich trotzdem, was hier geboten ist. Und zwar brennend. Wir gehen rauf. Wir gehen rauf und schauen uns oben um. Bevor da noch mehr Zombies runterfallen. Okay, ist noch einer da. Den haben wir. Da sind aber definitiv noch mehr, oder? Okay, hier wird es noch raufgehen. Und was ist hier hinten? Da ist nichts. Ist aber ein bisschen mager. Ich hätte mir da jetzt irgendwie mehr erwartet hier oben. Okay, aber hier oben ist nicht mehr. Da liegt noch ein Schraubenzieher. Nee,
Ein Dartpfeil. Nun gut, vielleicht auch nicht schlecht. Unten steht noch ein Zombie. Wenn hier nicht so viel oben los ist. Wahrscheinlich auch gesünder. Na komm mal her, du. So, die hatten da hinten aber noch. Ich nenne es mal eine Art Ausstattungskammer hier. Da ist noch einer. Okay, das waren die von eben, die durchgebrochen sind. Hätte ich mir gleich denken können, dass sich da von hinten was anschleicht. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf mit den Zombies. Da kann ich mir echt einen Wolf killen. Wie viele da unterwegs sind. Und die schauen gar nicht mehr gut aus, die Camo Shorts. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Ist auch schon alles kaputt. Okay, erstmal auf Nummer sicher gehen, dass da nichts ist. Seife und ein Laken. Erste-Hilfe-Kasten, ja, wieso nicht? Nee. Alles leer, okay. Gut, wir haben hier aber noch ein paar Türen, die wir uns ansehen können. Ja, verstehe. Einmal quasi das Badezimmer. Aber ist auch nichts so wirklich geboten hier. Und das ist dann die Version für die Herren quasi. Aber auch hier gähnende Leere, so wie es ausschaut. So, wo sind jetzt die restlichen? Achso, gar keine mehr nachgekommen. Doch, da ist noch einer. Boah. Da machst du was mit, hä? Da machst du was mit. Okay, und das war der Raum. Ja, doch. Muss sagen, das gefällt. Und das gefällt auch. War das scheinbar ihre Waffenkammer dann. So wie sie aussieht. Gut, aber wo übernachte ich hier am besten? Entweder gleich in dem Haus, ganz in der Nähe, oder ich nehme eine dieser Kammern, wo eine Couch drin stand. Da sind sie auch durchgebrochen, da hinten. Also früher oder später muss ich mich mal hinlegen, weil das geht schon ganz schön auf die Pumpe hier. Das ganze Zombie-Killen. Frag mich sowieso, wo geht's denn hier raus? Geht's hier noch irgendwo raus? Nur hier. Okay, gut. Wir ruhen uns in der einen Kammer aus. Das könnten wir gleich mal hier machen. Dass wir uns ausruhen, oder sollen wir hier gleich pennen? Aber es ist erst 18.10 Uhr. Gut, der ist eh kaputt. Können wir eigentlich da noch hinpacken? Gartensäge packen wir jetzt auch mal. Wobei, nee, die habe ich lieber am Mann. Sonst habe ich eigentlich nichts Schweres dabei. Aber gut, ich kann auch nichts wegräumen. Weil unser Wagen ist ja blöderweise, wie wir alle wissen, außer Gefecht gesetzt. Aber gut, dann ruhen wir uns hier aus.
Hier ist es sowieso gemütlicher mit der Couch. Sofern man von gemütlich sprechen kann. Halt, da wollte ich sie reinziehen. Beziehungsweise wir schlafen gleich. Das muss jetzt einfach funktionieren. Hoffen wir es mal. Dass nichts passiert. Huiuiuiuiui. Also echt. Dass wir da noch ein Verbrechersyndikat aufspüren. Hätte ich nicht gedacht, aber das muss hier so ein Treffpunkt von denen gewesen sein, weil anders gibt's das gar nicht. Nun gut, dann 3.30 Uhr. Hilft alles nichts, wir müssen raus. Keine Zeit zu verlieren. Ich würde ganz gern zu meinem Wagen, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Scheint sich aber relativ beruhigt zu haben, die Situation da unten. Gut, vielleicht können wir ja kurz beim Anhänger ein bisschen Zeug reinwerfen. Den Motor starte ich nicht gleich, keine Sorge. Ah, schaut gut aus. Kommt nichts aus der Tür. Noch nicht. Nur die Frage, bis wann es sich vielleicht ändert, aber nee. Schaut gut aus. Das Zeug werden wir los. Zum Glück. Okay. Ja, jetzt wären da natürlich noch diese Propangastanks drin. Die hätte ich auch noch ganz gerne, aber ich glaube, die muss ich erstmal abschreiben, zumindest bis es wieder hell ist. Soll heißen, wir schauen uns hier unten noch ein bisschen um. Ich höre irgendwas. Okay, 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 okay. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Super. Geht's genauso weiter, wie es vorhin aufgehört hat. Gut, je mehr Lärm ich hier mache, umso mehr kommen dann die Zombies gleich an. Also habe ich jetzt weniger Lust drauf. Oh, sehr gut. Bleibst du liegen? Du bleibst auch liegen. Okay, nichts zu sehen. Puh. Ich glaube, die waren da hinten. Ja, da sind noch mehr. 4 Stück. Gut, dass wir die nicht aufgescheucht haben. Und was zu essen bräuchten wir auch. Aber hatte ich nicht hier noch irgendwas gebunkert im Kofferraum? Ich glaube schon. Da hatte ich doch was. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir nehmen Dose mit Hafer. Da kommt ein Zombie daher. Okay, wisst ihr was? Ich spring hier mal drüber. Gut, fürs Erste denke ich, sitzen wir da relativ sicher. Beziehungsweise, ja, stehen wir relativ sicher. Und ich sag mal wieder, vielen lieben Dank fürs Zusehen bei der heutigen Folge von Project Zomboid. In der nächsten Folge schauen wir dann mal, dass wir da drinnen ein bisschen aufräumen. Ich bin gespannt, ob mir das gelingt, aber wir werden sehen. In dem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Servus!